10 Gebote für Jugendliche. Erstens, du sollst deine Eltern als Facebook-Freunde annehmen. Können Sie sich noch erinnern, liebe Mütter, als Sie zum ersten Mal dieses Wesen in der Hand hielten und dachten, du sollst deinen Gegnern beim Killerspiel nicht die Namen deiner Eltern geben. Ist das meins? Boah. Ach so. Du sollst deine kleineren Geschwister weder Schlampe noch Opfer nennen. Holladi hi, holladi ho, ich bin der Heino. Als meine Mama mich gebar, da herrschte Totenstille. Die Hebamme schrie auf, es ist ein Junge mit Brille. Wer hat so eine Naturkatastrophe zu Hause? Wer hat sowas zu Hause? Manche haben es mitgebracht, ja, es ist. Und als Dieter Bohlens erster Schrei den Kreissaal durchdrehen, sagte sofort der Arzt, dass das mega scheiße klingt. Bei wem passt die Oma auf? Bei wem passt schlecht? Die kifft mit. Ganz schlecht, das ist so. Ja, mir der Lichtgestalt, mir teilte meine Mama mit. Franz, deine Geburt, das war ein wahrer Kaiserschnitt. Mit Eve träumt sie noch von einem eigenen Pferd. Mit 15 musst schon beten, dass nicht schwanger wird. In der Pubertät, da wird der Mensch unendlich blöd. In der Pubertät, da glaubst bei deinen Kindern, da ist alles spät. Und ich, die Angela, weiß noch, ich kam doch etwas raus. Das sah, naja, wie soll ich sagen, ungefähr so aus.